Thomas? Ich bin auf jeden Fall down. Ja. Oh. Aber der Bot auch. Ja, die liegen beide. Komm, ich will euch. Bin down. Traue dem. Ich traue dem Kuchen nicht. Ich hätte gerne Türen für später. Mhm. Sentry hier. Yes. Ich kann die Zeit gerne hochsetzen, dass Kitty traumatisiert wird und wir schneller sterben. Gut, gut. Ja. Going real. Und Hallöchen, 79. 79. Ah, ich habe die zwei Wurz dazu gezählt, glaube ich. Flauschetrahid, Haruar, Captain und sowie Zuschauer. Also, Deutsch heute nicht mehr gut. Ich hoffe, ihr habt da noch gut gebiebert. Ich war dann leider anschließend im Einkaufsmodus. Ich habe es nicht mitbekommen. Na ja, komm. Soll gut sein. Ich halte dich nicht länger auf. Auf geht's. Power Rangers und so. Alles gut. Du kannst dich gerne umgucken. Das ist vollkommen okay. Ich drücke auf Knopf. Otter, komm her. Der Ort kommt, Bot kommt hoffentlich jetzt auch. Es wird nicht viel besser, glaube ich. Das dann ist der Cluster-Teil vom Alarm. Achso, ja gut, das ist ja easy. Dann haben wir das Cluster einfach nur die mitgelesen. Ah, großer, schön. Auch nicht anzugreifen. Großer down. Machen Sie Ihren Rüssel ein. Unhöflich. Neuer Cluster. Jo. Super. Ich geh weg. Au, au, au. Da kommt noch ein großer. Bild ab. Großer down. Ja. Von der anderen Seite kommt auch noch was. Sehr schön. Ja, ganz da vorne ist noch einer. Super. Tür auf. Ja, dann. Pick up your deployables. Yes. Also der, diese vielen kleinen Suchschnellgehen-Scans, das ist halt Cluster. Ja gut, dann haben wir es schon öfters gemacht. Wir haben es halt nur die gelesen. Oder ich zumindest nicht. Hm. Irgendwie ist hier das Bedienfeld ein bisschen blutverschmiert. Ich weiß gar nicht warum. Das gehört so. Das ist. Dann machen wir mal die Schotten dicht. Ich mache hier mal die Schotten dicht. Für den Fall das. Und jetzt komme ich zurück.
Na komm. Oh. Ich drücke ihn. Na. Ah. Gut, dass die Tür schalldicht ist. Das ist aber entspannt. Ja, die sind schön auseinander. Ich nehme mir den mal. Ah, verdammt. Ruhig. Guten Abend, liebe Gefangenen. Hallöchen, Marek. Na? Ich hoffe, es geht dir gut. Was macht ihr da? Das frage ich mich auch. Also, ich schlag den einen auf der einen Seite der Karte und der auf der anderen Seite der Karte wacht auf. Naja, der hat halt gerade schon geleuchtet, als du zugeschlagen hast. Also. Ja, aber das ist doch eine Riesenentfernung. So weit ist das gar nicht gewesen. Früher war das einfacher. Okay. Ah, Marek geht's gut. Er hat sich fast. Es ist ja fast Jahresende und jedes Ende ist ein neuer Anfang. Das ist eine schöne Philosophie. Och, ich höre so viel. Mir geht's auch ganz gut soweit. Ich habe jetzt Urlaub. Und damit wird alles besser. Tourifil? Ich trage einen Zweier. Das kann ich aber mal verteilen, dann kann ich das aufnehmen. Ja, alternativ würde ich mein Ammo-Pack verteilen. Würde ich nehmen. Alternativ verteile ich einfach mein Ammo-Pack und nehme das neue Ammo-Pack auf. Wäre natürlich auch eine Option. Ammo. Wer möchte denn Ammo? Ups. Der Otter sieht so Ammo-los aus. Dann kriegt der Otter hier ein Stückchen Ammo. Juhu. Das verschieße ich ganz alleine. Na, dann mal kurz still. Ach, weißt du was? Dann kriegst du jetzt auch das andere Stück Ammo. Okay. Nehme ich mir das ja, da. Ja, kommt, Geschenke, blast mich voll. Juhu. Na, jetzt hat sich der Bot das Medipack geklaut. Nee, das Tool-Rätsel liegt immer noch da. Nee, das Medipack. Ja, das Medipack hat er sich geklaut, aber ich glaube, er hat auch. Er hat auch vorher welche verteilt, weil er hatte schon ein Medipack. Okay. Wer trägt noch keinen Consumable? Ich hab das Ding geholt. Mal da oben in der Box ist eine Mine. Kann man sich merken? Quatsch. Glowsticks. Nicht Mine. Mine ich wollte gerade sagen. Ja. Ich kann die Glowsticks gegen Glowsticks austauschen. Das. So, wir sind jetzt in, hast du gesagt, 47 schon, ne? Nee, ich glaube, das hier ist jetzt die 144. Also es ist auf jeden Fall die Passage 247. Okay. Aber wir können ja mal 648 machen. Terminal 648. Ja, klar. Wo kommen die beiden E's dahin? Her. Wie kommst du zu 648? Das ist das Terminal. Achso, das so. Wenn ich das nämlich jetzt query, sagt es mir, es ist in Zone 144. Okay, hier oben ist die Tür zu 145, die Passage zu 46 und 47 ist. Jo. Und das, was da dran steht, das darfst du als Streamer mal selber lesen. Start Security Set Sequence, Warning Class, Deactivate Alarm on Terminal 526. Ah, Deactivate Alarm, I like that. Also wir suchen jetzt ein Terminal. 526. Die Alternative ist, wir lösen den Alarm aus und überstehen ihn. Natürlich. So, es ist ein 100... 46. Moment.
Mhm. Also wird es ein Daueralarm sein. Wir werden also den Alarm auslösen und werden dann anschließend Spaß haben, nach Zone 146 zu gelangen, innerhalb des Alarms und den Alarm auszumachen. Sehr flauschig. Würde ich mal behaupten. Ja, klingt irgendwie sinnvoll, wenn das Terminal in 146 ist. Und wir durch die Tür müssen, um nach 146 zu kommen, ja. Ja, vor allem, weil wir erstmal 145... Nee, super. Okay. Hallo, hopp. Dann werfe ich aber jetzt noch mal ein paar bisschen mit Munition um mich. Wie viel hast du? Ja, komm, kriegst du auch was. Gott. No, dann kriegt der Otter jetzt nochmal ein Geschenk. Und du hast durchsichtige Zahlen, wie gemein. N5068. Damit bist du recht gut ausgerüstet. Ach, dann gönne ich es mir nochmal. Mach das. Gut. Ich betätige den Schalter. Mhm. Warum geht ihr nicht gleich in die richtige Zone und macht den Alarm aus? Das würden wir gerne tun. Ja. Gibt doch nichts Schöneres als ein Daueralarm. 145. Ja, wir müssen jetzt nach 146. Schön. Ja, der Bot hat Gegner gefunden. Boden geht's nicht weiter. Lokschmelter. Hier ist 46. Ja, mach also schon mal auf. Ich komm gleich nach. Gegners? Wir fangen am E-Action geknabbert. Ah, super. Hier müssen wir, glaube ich, lang. Oh, da kommt was Großes. Na schön. Ich mache hier hinten. Ich hack die Tür. Tür öffnet sich. Wo ist die Zone 146? Hier hinten geht's weiter. Natürlich schon wieder eine geschlossene Tür. Echt? Danke. Und zu spät. Komm, irgendwas kommt, es hinter mir. Oh ja. Wir brauchen einen gerade Schlüssel. Hier haben wir sie so schön genannt, Hellfires. Ist der Bot da down? Ich bin auf jeden Fall down. Ja. Oh. Aber der Bot auch. Ja, die liegen beide. Komm. Ich bin durch. Bin down. Wir liegen alle auf dem gleichen Fleck. Es ist ein Massengedaune hier. Ja, wir versuchen gleich in die richtige Richtung zu gehen und den Alarm auszumachen.
Ihr habt einen Bot dabei, fehlen euch Spieler? Ja, wir haben einen Spieler aktuell zu wenig. Nach dem Essen könnte ich einspringen, sofern ihr auch Mitspieler sucht. Gerne. Wenn du dich down fühlst, solltest du vielleicht mal einen Spaziergang machen. Die frische Luft könnte dich wieder aufbuttern. Auf keinen Fall, da draußen sind Menschen. Ja. Und ich war heute einkaufen. Ich weiß, wovon ich rede. Mhm. Nein, Blake hat sich einfach in den Urlaub gemeldet. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall irgendwann einen Key. Das ist gut zu wissen. Ja, für die 146-Tür. Und an der stand ich nämlich gerade dran und die hat mir gesagt, sie möchte einen, in dem Fall einen grauen Schlüssel haben. Gut, da kann man ja grundsätzlich immer nach einem Key suchen. Essen ist so ein Punkt. Eigentlich wollte ich mir was zu essen bestellen, aber ich war ja dann kurzfristig weg. Ich hoffe, du hast trotzdem irgendwas gut gegessen. Nicht wirklich. Dann sag Bescheid, wenn du was zu essen haben möchtest, brauchst oder eine Pause dafür brauchst. Der Otto und ich kommen garantiert auch alleine tot zurecht. Mhm. Ja, wenn ich jetzt was zu essen bestelle, ist das ja so der blöde Punkt von, naja, es kommt wahrscheinlich genau während dem Alarm. Das ist ja dann herzlich sinnfrei. Ja. Einfach aus dem Fenster pullen. Stell's hin, ich bin gerade mit dem Security-Scan. Und Kitty war heute auch im Laden und heute war der erste Tag, an dem ich am liebsten einen Kunden angeschrien hätte. Oh, du glaubst gar nicht, wie viele Kunden ich heute am liebsten angeschrien hätte. Und ich habe da noch nicht mal gearbeitet. Willst nicht wissen, wie viele Kunden ich angeknurrt habe und ich habe da nicht gearbeitet. Ich meine, das Beste... Entschuldige. Ja, du bitte. Das Beste war heute, dass andere Kunden darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Riechrüssel auch unter die Maske gehört. Ja, das ist schon praktisch. Mhm. Nee, mein Lieblingssatz beim Einkaufen heute war, Entschuldigung, können Sie bitte woanders im Weg stehen? Danke. Mhm. Aber gut, in dem Laden gab es zwei Security-Mitarbeiter, die ich selber nicht gesehen habe, aber weil ich sie einfach ignoriert habe, weil zu viele Menschen, derer mir beschrieben worden sind als, ja, also so wie die aussehen, die reden nicht lange mit dir, bis sie der Meinung sind, dass du entweder die Maske richtig aufhast oder gehst. Von daher war ich nur froh, dass ich unzählige Menschen mit Riechhusseln gesehen habe. Seit ich den Leuten erkläre, dass es eine Strafe um die 5000 Euro gibt, wenn jemand vom Ordnungsamt sie so sieht und wir die Strafe weitergeben, geht's. Ja, das ist gut. Das muss ich mir merken. Ich meine, ist gelogen, aber die Leute wollen ja keine Fakten. Richtig. Fakten, was? Ich glaube, das merke ich mir fürs nächste Mal. Ich meine, ich bin kein Kaufland-Mitarbeiter, also das ist der Laden, in dem wir in der Regel unseren Großeinkauf machen. Von daher, was sollen die Leute mir, was soll der Laden mir schon ans Bein pissen, wenn ich den anderen Kunden was anderes sage?